Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin mit drei wunderbaren Geschichten. Erstens, Shopping Queen war zu Gast bei uns an Bord. Zweitens, neue Bilder von der Weltreise und tolle neue Eindrücke von der Nova. Viel Spaß! Wir sind ja mit unseren Schiffen in so vielen tollen Städten und in all diesen Städten kann man natürlich wunderbar shoppen gehen. Und was liegt da näher, als das zu kombinieren mit dem Format Shopping Queen? Und sie waren an Bord, on Tour sozusagen. Guck mal. Servus. Hi. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ja, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen, wieso? Weil jetzt die Männer auch noch im Urlaub mit Shopping Queen belästigt werden. Die müssen immer auf dem Sofa sitzen und nebenbei das gucken. Jetzt ist das hier wieder so. Aber wir haben vier hübsche Kandidatinnen, da können auch die Männer ein bisschen hingucken und sich freuen. Shopping Queen ist auf AIDA! Luftig, leicht, leger, das trägt Frau am Mittelmeer. Ich finde es total verrückt, wie groß dieses Schiff einfach ist. Also, ja, ja. Klar, du weißt, ja, es ist groß, aber wenn du dann davor stehst. Es ist für jeden Geschmack was dabei. Ja. Also, man hat jede Möglichkeit, die man haben möchte, zum Shoppen, für zum Essen. Für Fitnessbegeisterte. Genau. Für jemanden wird langweilig. Zum Ausspannen. Mein Lieblingsort ist definitiv der Wellnessbereich. Da würde ich am liebsten gleich einziehen. Man wird richtig verwöhnt. Man kann seine Seele baumeln lassen und hat da richtig Spaß und kann wieder mal richtig ausklingen. Wenn ich den ganzen Tag entspannt habe, brauche ich abends auch mal ein bisschen Action. Deshalb finde ich es super, dass man danach weggehen kann, was trinken kann. Man trifft sich mit allen, man kann sich mit den Gästen unterhalten. Und im Nightflight hat man noch super Akrobatik. Also es wird hier mir echt nicht langweilig. Total genial, ja, super schön. Es hat jede ihren eigenen Stil. Die sind wahnsinnig witzig. Die haben richtig Bock, hier mitzumachen. Nicht nur, dass es einfach Shopping Queen auf hoher See ist. Es ist ja auch eine Variante, wo ihr noch prominente Shopping-Begleitungen in den jeweiligen Häfen habt, ja, die quasi auf die Kandidatin warten. Darfst genau du verraten, wer das sein wird? Ich würde fast, also es sind schon prominente Namen. Wenn Sie morgen am Hafen sind, können Sie ja mal gucken, ob Sie den nächsten die nächste Prominente erspähen, aber es sind modeaffine Frauen jeden Alters, die im Rampenlicht stehen. So Hand aufs Herz. Ich glaube, das, was sich alle fragen, ist der Guido wirklich so nett, wie er im Fernsehen immer rüberkommt? Also der Guido ist tatsächlich für uns, uns gibt es jetzt seit 6 Jahren dieses Format, und der Guido ist echt ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Das kann man nicht anders sagen. Er ist wirklich insofern auch so nett, weil der hat von Anfang an gesagt, als wir mit dem Format gestartet sind, bitte seid nett zu unseren Mädels. Ich will, dass sie eine gute Zeit haben. Und das ist wirklich wahr, das ist jetzt kein Gequatsche, dem ist es total wichtig. Und er nimmt sich auch immer viel Zeit, mit denen zu reden und so. Und er ist einfach großartig. Wir hatten eine tolle Zeit und wir sind schon super gespannt auf die Sendung. Und ihr dürft gespannt sein auf unsere Outfits. Mhm. Und wir geben 10 Punkte für die AIDA Prima. Und ich bin jetzt schon richtig gespannt, wie der Guido sich nächste Woche entscheidet und wer gewinnen wird. Kommen wir zur Weltreise. Die Kollegen haben einen wunderbaren Film zusammengestellt und nehmen uns sozusagen mit auf die Reise mit fantastischen Zielen und fantastischen Bildern. Guck mal. Hier ist wieder euer Leo, Weltreisereporter auf AIDA Aura. Ja, und wir haben gerade Australien verlassen und sind auf dem Weg nach Mauritius und Afrika. Und wir haben hier fantastische Momente die letzten Wochen auf unserer Weltreise erlebt. Von Chile aus ging es über die Robinson Crusoe Insel und die Osterinsel in Richtung Südsee. Und dort haben uns die Tahitianer mit einer wahnsinnigen Lebensfreude und einem traditionellen Tanz empfangen. Ja, nach der Südsee hat natürlich das nächste Highlight direkt auf uns gewartet. Das Einlaufen in Sydney natürlich etwas ganz Besonderes unter der Harbour Bridge hindurch. Und wir fragen einfach mal, wie hat es denn euch gefallen? Es hat mir ganz gut gefallen und etwas, was ich nie vergessen werde. Ja, es war einfach fantastisch, als die Oper von Sydney auftaucht.
Und dann diese Brücke, dieser Kleiderbügel. Ach, ein absolutes Highlight. Für mich ein bisschen ein Nachhausekommen, weil ich mal lange in Sydney gearbeitet und gelebt habe. Und da einzufahren, also das war Gänsehaut pur, auch unter der Harbour Bridge durch. Also, mir hat vor allem die Tiere gefallen, wie süß sie sind, wie sie sich halt bekämpfen auch bei den Kängurus. Und ja, also die fand ich cool. Und ich habe mir Australien nie so wirklich grün vorgestellt, sondern mehr so ockergelb. Wir können zusammenfassen, Australien, Südsee, absolut toll, ein absolutes Highlight für uns beide, ja, nicht nur für definitiv. Uns beide. Und jetzt freuen wir uns auf Afrika und Madagaskar. Unbedingt, unbedingt. It's been a long way, but finally you made it to Madagascar. Today I'm gonna share you the beauty of Madagascar. Let's enjoy. Was gefallen hat uns eigentlich die Natur generell und die Lemuren natürlich. Wir haben die ganzen Arten gesehen, ja. Alle vier, die es hier gab. Vier Stück, die es gab. Und wir kommen bestimmt nochmal wieder. Die Chamäleons, die legen Eier in so einer Höhle und sie ist gerade dabei, diese Höhle auszugraben und macht sich bereit für die Eiablage. Etwas ganz Besonderes. Echt begeistert von dem ganzen Ausflug. Wir waren ja vorher bei den Lemuren und jetzt hier am Wasserfall und 1A. Top, also es ist einfach klasse. Fantastische Bilder, oder? Und jetzt nehme ich euch mit auf Aida Nova. Ihr habt es euch gewünscht und natürlich haben wir noch ein bisschen was parat. Bitteschön. Was mich auf Aida Nova wirklich überrascht hat, sind unglaublich viele Außenplätze, unglaublich viel Platz für wunderbare, schöne Liegestühle in der Sonne. Und der Kollege hier ist noch auf der Suche, aber ich bin mir ganz sicher, da vorne wird er was finden, oder? Und zu einem wunderbaren Erlebnistag auf Aida Nova gehört natürlich das Rutschen um die Wette. Und genau das kann man hier machen. Schöner, besser und schneller denn je. Psst, Achtung, liebe Kinder, zwischen dem Four Elements und dem Beach Club liegt das Fuego. Das kennt ihr von den anderen Schiffen. Und natürlich, und ich habe extra nochmal nachgeguckt, natürlich gibt es dort die Softeismaschine. Und hier stehe ich mitten im Four Elements, kann den Klettergarten sehen. Und das ist wirklich der großartigste Klettergarten, den es auf den Weltmeeren gibt. Im Dschungel-Style. Mit Schlange, mit Netzen, mit Alligator, mit allem, was dazugehört. Und ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr hier seid. Und wenn auch ihr euch für Weltreisen interessiert, wenn ihr tolle Städte sehen wollt, wenn ihr überhaupt wissen wollt, was bei uns an Bord los ist, dann geht ihr ins nächste Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wohlfühlen auf Aida, das bedeutet unterwegs zu sein gen Norden. Zunächst von Hamburg aus nach Haugesund. Danach geht es nach Bodø und Tromsø. Wir besuchen noch Alta und Sortland. Wir machen noch Halt in Trondheim und Bergen und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Hamburg. Und zum Schluss, wie immer, ich weiß, ihr habt darauf gewartet, die tollsten Bilder von unseren Schiffen mit der schönsten Musik von unseren Schiffen. Ich wünsche euch eine tolle Woche. I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror. I'm bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. So I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. This is our